Osnabrück an sich gefällt mir natürlich. Die Stadt, aber auch das Studentenleben hier auf dem Campus in Haste mag zwar auf dem ersten Blick noch recht übersichtlich sein, bietet aber auf der anderen Seite unheimlich viele enge Kontakte, ob es jetzt zu Studenten ist oder Professoren, dass man darüber auch sein eigenes Netzwerk innerhalb der Branche, bei mir die Agrarbranche, super erweitern kann. Mein Name ist Christoph Hüsing, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere hier den Master Agrar- und Lebensmittelwirtschaft an der Hochschule Osnabrück am Campus Haste. Die Seminare und Module sind praxisnah, weil die Professoren, da sie aus der freien Wirtschaft kommen, oftmals Beispiele aus ihren damaligen Firmen mit einfließen lassen oder sogar externe Dozenten einladen, die dann aus der Firma kommen. Und das macht das sehr nah, dass man später weiß, wohin man geht oder in welcher Branche man ja auch arbeitet. Das Praxisprojekt ist bei uns im Master ein Pflichtbestandteil des dritten Semesters quasi. Und ich habe das verbunden mit einem Auslandsaufenthalt, konnte so noch Erfahrungen im Ausland sammeln, habe das in Argentinien bei einer Firma machen können und das eben auch ermöglicht durch die guten Kontakte der Dozenten hier an der Hochschule. Die Masterarbeit bei uns im Studiengang kann man wieder in Kooperation mit einem Unternehmen führen oder auch rein wissenschaftlich. Bei mir selber ist es so, dass ich über eine Unternehmensgründung schreibe, das heißt mit einem neu zu gründenden Unternehmen, wo ich selber mitwirke, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, über die Masterarbeit hinaus, also nach Abschluss des Studiums, wirklich die ganze Sache in die Tat umzusetzen, dort mitzuarbeiten und dem ganzen Projekt zum Erfolg zu verhelfen.